Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Ich habe hier mal alles weggenatzt. Bin jetzt wieder zurück. Wir haben jetzt 5 Esther-Flakern, davon habe ich aber schon wieder nur noch 2 da. Und wir gehen jetzt einfach mal in diese Scheune oder was das sein soll, rein. Da waren 2 Deppen, die habe ich schon umgebracht. So. Große Seele. Wow! Oder ich dachte, ich hätte sie umgebracht. Jetzt mal ohne Schmarrn. Ich hab die doch umgebracht. Doch, doch, die liegen da. Wie viele sind da? Ah. Da war es nur noch ein Estus-Flakon. Wobei, wenn ich das jetzt auch nehme, habe ich volles Leben. Ah, hallo. Cooles Schwert. Willst du es mir geben? Will er nicht. Okay. Sieht aus, als wäre das besser als meins. Ha. Enttäuschung pur. Aber es ist grün. Der wirft da schon wieder. Da oben. Das heißt, ich muss übel aufpassen. Aha. Aha. Der will mich mit einer Vase kaputt hauen? Seriously? Kommt der überhaupt da durch? Den juckt es einfach nicht, wenn ich ihn angreife. Das juckt ihn einfach nicht. Das hat ihn einfach nicht gejuckt. Hat mich einfach mal zerschmettert, die Drecksau. Er hat mich einfach mal zerschmettert. So ein Pisser. Wenn man nicht jedes Mal alles Leben verlieren würde. Ansonsten hätte ich jetzt zurückgehen können und mich aufleveln. Dann hätte ich nämlich jetzt eigentlich, glaube, 12 und ich könnte dieses neue Schwert benutzen. Nein, böse. Ach ja, stimmt, meine Glut ist weg. Ich bin ja gestorben. Jetzt muss ich so oder so mit weniger Leben wieder rauskommen. Oh. Böse, böse. Aber was mir aufgefallen ist, die Seelen sind nicht mehr bei den Gegnern. Das heißt, die liegen immer rum. Also, das heißt nie, ich muss den Gegner besiegen, um meine Seelen zurückzubekommen. Das ist irgendwie gar nicht mehr bis jetzt gekommen. Entweder haben sie es abgeschaffen, oder ich hatte bis jetzt nur Glück. Muckst du? Mensch. So, jetzt sind wir wieder bei denen. Rein theoretisch könnte ich sie alle ignorieren und einfach jetzt nach rechts gehen. Und wisst ihr was, ich mache das sogar diesmal. Ich will nämlich meine Seelen. Wollte der mich bewerfen? Böse. So, jetzt bin ich gespannt. Woher kamen die? Ah, die lagen da rum. Die kamen da. Ha, das war wohl nix, hä? Ah, da ist es ja schon. War hier nicht noch ein Gegner? Hm. Okay, Wayne. Sie sind tot. Eine kleine Mini-Explosion und ich bin down. Lächerlich, lächerlich. Lächerlich.
Das nagt jetzt schon irgendwie an mir. Aha, der hat mich doch gekriegt. Achso, der ist in den Boden gebackt. Oh. Das ist Cheater. Cheater. Muck mich. Ich mach jetzt immer One-Heaper da. Das dauert mir nämlich sonst zu lang. Okay, außer bei dem noch. Der kommt mir zu schnell. Okay. Da haben wir die zwei Pissnecken. Mein Glück ist eigentlich, dass der Depp hier immer zuerst wirft und dann halt auch immer daneben. Weil würden die beide mich angreifen, würde ich auf jeden Fall jedes Mal einen Schaden erleiden. Ah, okay. Dich juckt's diesmal nicht, gell? Du weißt, hey, ich kann nicht durchschlagen. Scheiß auf den Typ. Ich will das Schwert. Gib mir das Schwert. Gib mir dein Schwert. So ein Spielverderber. Okay. Ah, hat das schön gemacht. Aua. So. Ah, Mann. Lass mich durch. Wow. Das war knapp. Das war sogar mehr als knapp. Ich muss diese Pisser da oben unbedingt erledigen. Die Stern. Ah. Cool. Ein Leuchtfeuer. Habe ich gar nicht erwartet. Wer hätte damit rechnen sollen? Dass hier ein Leuchtfeuer ist. Der ist schon ziemlich nah sogar, finde ich. Wobei, vielleicht wegen Big Mamas Haus. So. Jetzt steige meinen Glauben. Und glaub daran, ich werde mein Schwert endlich führen können. So. Halt die Klappe. Der Witz dran ist. Das ist sogar leichter. Okay. Wie ging das jetzt nochmal mit dem Tritt? Ah, so. Okay, egal. Ich will hier jetzt nicht so viel Zeit verschwenden wieder. Gleich weitermachen. Wobei es jetzt nervtötend wird. Okay. Ich muss gucken, dass ich diese Pisser da oben erstmal runterhaue. Genau die. Ist da hinten was? Nee.
Schön. Oh, was mache ich da? Sorry, sorry, Bro. Aha, unkindled, are we? Welcome to my abode. I am Cornix, an old pyromancer. A crow in his cage, as you see now. But here we are, an encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old man? Most wise. A chance encounter should not be squandered. To reiterate, I am Cornix of the Great Swamp. The pleasure is mine. Okay. Habt ihr gerade gesehen? Ohne Witz, ich hab gerade da unten. Seht ihr diese Treppen da ganz hinten? In diesen Tempel rein, wo mich bestimmt ein Boss erwartet. Oh, bestimmt. Da habe ich gerade ein Viech gesehen. Und das ist dann gleich wieder weg gewesen. Also, da hat man schön die Reichweite... Nein. Oh. Okay. Da hat man schön die Reichweite gesehen, wie weit, die Kamera geht. Also die Perspektive. Ja, komm, dass der mich jetzt noch gekriegt hat, ist doch voll die Verarsche, ey. Boah, du nervst. Und so wie ich gesehen habe, sind hier unten noch mehrere. Ah, erstmal die zwei hier. Ja, kreischt. Da hinten ist wieder Big Mama. Wollte gerade sagen, woher kommt das Vieh vor allem? Rechts oder links? Rechts oder links? Big Mama oder war es ein Depp? Ach, komm, ich nehme Big Mama. Das hat mich nicht getroffen. Oh, ne, Blut. Kann ich da eigentlich irgendwie... Kann ich nicht. Komm, das muss doch irgendwie möglich sein. Ach, dann halt nicht. Ach, verreckt doch einfach. Also mit einem neuen Schwert läuft schon ein bisschen besser, muss ich sagen. Bist du gegen mein Schild gelaufen, ja? Trottel. Oh. Da gab es gerade Performance-Probleme. Okay, da steht schon wieder was. Im Bauch befindet sich ein Wandlungsofen. Okay. Voraus steht ein großer, fluchverderbter Baum. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Hat sich erledigt. Also doch zum wahren Depp. Und ich habe erhofft, einen Gegner, einen Boss zu kriegen schon. Sieht nach dem Tod aus.
Nein. Hä, der hat einen Hammer. Okay. Darüber oder da rein? Jetzt erstmal da rein. Okay. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, wie ich gedacht hätte. Ratten! Zistus? Okay. Ist verschlossen. Wow! Heilige Scheiße! Wo kommt die fette Ratte her? Okay, schlau ist es natürlich jetzt nicht. Oh, gerade noch Glück gehabt. So, also hat es doch ganz gut geklappt. Oh, ein Blutbissring. Ein Ring. Ein Ring einzuknechten. Erhöht Blutresistenz. Gut. Das. Okay. Ich hoffe, da kommt nicht nochmal so eine fette Ratte. Nö. Scheint nicht so zu sein. Es war ja schon irgendwie klar, dass da hinten so ist. Okay. Ist hier sonst noch was? Nee. Ist das jetzt wieder ein neues Gebiet oder ist das eine Abkürzung? Ich glaube, das ist ein neues Gebiet. Yep. Soll ich gleich weitergehen oder soll ich zurücklatschen erstmal? Das ist jetzt die Frage. Ist weg. Ist weg. Ist auch nicht besser. Oh, super. Habe ich nichts gekriegt. Ist weg. Ja, meine Seelen reichen halt nicht, um zu leveln. Deswegen eigentlich unnötig, da weiterzugehen dann. Wenn ich jetzt ehrlich bin. Die Frage ist jetzt, wohin? Hier rein? Sieht alles so leer aus. Das ist das, was mich gerade schon ein bisschen wundert. Gegner sehe ich auch nicht wirklich viele. Ach, da oben ist wieder Big Mama. Titanitscherbe. Man kann die mal mit ihrer Spuckerei aufhören. Nervig. Ja, klar. So eine Ratzgerre. Jetzt ist die runtergekommen. Ist klar, Alter. Ich gehe in das Haus einfach rein. Was eine Sackgasse ist und wo ein Gegner ist. Egal.
Hat doch gar nichts. War jetzt doch gar nicht so schlecht. So, du dumme Nutte. Ja, machen. Abgang. So. Der hat rote Augen. Das hieß bis jetzt noch nie was Gutes. Ha. Du Loser. Und ich hatte gerade noch Schiss. Wow. Oh, die kenne ich doch aus Bloodborne. Aber das wirkt jetzt... Sieht aus wie das Haus. Vom Bloodborne. Aber nur leicht. Nein, gar nichts. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Bam, bam, bam. Hatten wir noch nie. Oh. So, jetzt. Wollte gerade sagen, sieht aus wie ein Gegner. Hm? Okay. Ah, Abkürzung. Schätzungsweise. Krieger des Sonnenlichts, okay. Ah, ein Eid. Was war das? Ich habe eine Estus-Suppe getrunken. Geblickt habe ich jetzt trotzdem nicht, was das bringen sollte. Okay. Wahrscheinlich wegen den Eid musste ich da nach hinten. Anders kann ich es mir jetzt nicht erklären. Okidoki. Ich hätte gerne mal wieder einen Boss. Ich weiß, das sag ich irgendwie in jedem Part. Aber hey, ohne Spaß. Neuer Boss heißt ein neuer Abschnitt. Ach, der Typ mit der Vase. Den will ich auf jeden Fall. Den gebe ich jetzt auf jeden Fall. Sonst ist kein Gegner in der Nähe, gell? Nee. Wow! Der hat ja gar keine Vase mehr. Alter, das war ich und du. Und ich habe gewonnen. Wow. Ich habe Angst. Von wo wird er geschossen? Von wo wird er geschossen? Alter. Von wo wird er geschossen? Mama. Also ich hole mir jetzt die ganzen Items noch, bevor ich hier jetzt verrecke. Nein. Nein! Wieso? Wieso bin ich immer so gierig?
Egal, diesmal weiß ich ja, ich muss den linken Abschnitt nicht machen. Das heißt, ich gehe jetzt kurz zu dem Typ mit der Säge. Saga. Ach, jetzt komm. Okay, down ist er. Los, schießt! Dankeschön. Ach, jetzt schießen die nicht mehr. Oh, wollte gerade sagen. Heilige Scheiße. Ich bin wieder gestorben, gell? Nein, wieso? Egal, Leute. Das war's für den Part. Ich mache jetzt offline, hole ich mir kurz meine Seele und level mich einmal und dann machen wir da weiter. So eine Scheiße. Egal, bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen.